Großer Medien- und Zuschauerandrang im NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Grund war, dass dieser wegen des NSA- und BND-Skandals den BND-Präsidenten Gerhard Schindler und den BND-Hauptabteilungsleiter Hartmut Pauland geladen hatte, um vor dem Ausschuss auszusagen. Von besonderem Interesse waren hierbei natürlich die sogenannten Selektoren der NSA. Zu den Selektorenlisten, den Stand der Untersuchung und den geladenen Zeugen äußerten sich die Obleute der Fraktionen im Untersuchungsausschuss nach nicht öffentlicher Beratung und Vorbeginn der Vernehmung folgendermaßen. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen heute vor einer wichtigen Beweisaufnahme hier im Untersuchungsausschuss. Präsident Schindler und Abteilungsleiter Pauland werden uns Rede und Antwort stehen. Aber vorab ist erneut zu sagen, wir müssen mit einem großen Verfahrenshindernis in diesem Untersuchungsausschuss kämpfen. Wir haben die wichtigste Unterlage zu dieser Vernehmung heute nicht zur Hand, die sogenannte Selektorenliste, also die Liste, die Auskunft gibt zu den Spähzielen der NSA im Datenverarbeitungssystem des Bundesnachrichtendienstes. Und die Opposition ist eben gerade in der Beratungssitzung damit gescheitert, wenigstens eine Frist zu vereinbaren, bis wann wir eine Antwort der Bundesregierung auf die Frage erhalten, wie sie mit unserem zulässigen, abgestimmten und verfristeten Beweisantrag zu dieser Selektorenliste umgehen will. Wir wollten der Bundesregierung aufgeben, uns unverzüglich diese Unterlage, die wir für die Beweiserhebung ganz dringend brauchen, vorzulegen. Und wenn sie dies verweigert, uns wenigstens bis zum 1.6. dies in geeigneter Form schriftlich mitzuteilen. Dieser Antrag ist von der Mehrheit im Untersuchungsausschuss heute vertagt worden auf die nächste Beratungssitzung. Und das heißt für uns ganz klar, wir müssen jetzt mit einem Szenario rechnen, dass wir über Wochen hin in dieser Sache hingehalten werden. Die erste Auskunft von Herrn Altmaier in dieser Sache, es würde sich um wenige Tage handeln, und dann das Versprechen der Kanzlerin, dass alles auf den Tisch gehört, des Untersuchungsausschusses, sind inzwischen Makulatur. Wenn wir realistisch das einkalkulieren, wie wir eben die Situation eingeschätzt haben, dann können wir sogar die Sorge haben, dass wir noch nicht einmal vor der Sommerpause die entsprechenden Unterlagen, die uns als Untersuchungsausschuss zustehen, zu Gesicht bekommen. Sie wissen, Vorschläge, die im Raum stehen, einen Ermittlungsbeauftragten oder einen Sonderermittler damit zu betrauen, die Listen als Ersatz für die gewählten Mitglieder des Untersuchungsausschusses einzusehen, lehnen wir ab. Wir sind offen als Linke dafür, dass uns ein Ermittlungsbeauftragter unterstützt, wenn er kompetent und unabhängig ist. Aber wir sagen ganz klar, die Erwartung und Verpflichtung für diesen Untersuchungsausschuss selbst aufzuklären, werden wir nicht an einen Dritten delegieren. Und kein Dritter kann für uns die Bewertung dieser Listen vornehmen. Das ist originäre Aufgabe des Untersuchungsausschusses. Und noch kurz ein, zwei Sätze zu den heute anstehenden Fragen an Herrn Präsident Schindler. Wir haben ja gestern mit BND-Zeugen die Fragen der Selektoren durchdekliniert. Und eine ganz zentrale Frage ist natürlich, ab wann war dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes bekannt, dass unter den Spähzielen der NSA Daten waren zu Unternehmen, deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen, ab wann war dem Präsidenten bekannt, dass Regierungsstellen von europäischen Nachbarn unter diesen Spionagezielen waren, dass es möglicherweise auch Angriffe gegenüber Persönlichkeiten, politische Personen des öffentlichen Lebens auf europäischer Ebene gab und vieles mehr. Was ist daraufhin unternommen worden, um diese illegale Praxis der NSA auch zu beenden? Daneben werden natürlich alle die Dinge, und das will meine letzte Ausführung sein, zur Rede kommen, die uns die ganzen letzten Wochen bewegt haben, also der für uns verfassungswidrige Abgriff von Massendaten im Ausland durch den Bundesnachrichtendienst, absurde Konstruktionen, dass sogenannte Funktionsträger nicht unter G10-Schutz fallen, die Anfertigung von G10-Anordnungen, um darüber legendiert an Auslandsverkehre zu kommen, der Abgriff bei der Deutschen Telekom natürlich auch noch mal in der rückwärtigen Bewertung und die Frage, ob heute entsprechende Kabelansätze auch stattfinden. Also war Iconal ein einmaliges Projekt oder gab es Nachfolge- und Kompensationsprojekte, Operationen mit der NSA, wo weiterhin wir davon ausgehen müssen, dass massenhaft auch die Daten deutscher Bürger und Bürgerinnen ausgespäht werden. Das werden wir gleich fragen und ich hoffe, das große Interesse jetzt hier zeigt sich auch gleich dann in der Vernehmung. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein spannender Tag. Ich sage mal, im Hinblick auf unsere Zeugen interessiert uns vor allen Dingen, was wurde konkret unternommen im BND, im Bundeskanzleramt,
als man misstrauisch hätte werden müssen gegenüber der Kooperation mit der NSA in den Jahren 2005, 2008 und allerspätestens nach den Veröffentlichungen Edward Snowdens 2013. Das Kanzleramt hatte die Fach- und Rechtsaufsicht über den BND. Es war mit Händen zu greifen, dass es massive Probleme gibt. Edward Snowden hat das schwarz auf weiß geliefert. Was wurde unternommen? Wer hat mit wem geredet? Wer hat für was über Verantwortung übernommen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute hier auseinandersetzen. Im Hinblick auf den Sonderermittler kann ich sagen, es gibt einen tollen Sonderermittler im Deutschen Bundestag. Das ist dieser Untersuchungsausschuss. Er leistet gute Arbeit und es geht gut voran. Und diese Ablenkungsmanöver zur Gesichtswahrung eines Vizekanzlers oder zur Heiligenscheinbewahrung einer Bundeskanzlerin durch milde gestimmte Sonderermittler werden wir nicht mitmachen. Es geht um originäre Rechte des Parlaments und die lassen wir uns nicht abverhandeln. Zum Schluss zu den Listen. Es werden kurioserweise immer mehr. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir sie sehen wollen. Wir haben einen Beweisantrag gestellt. Das ist das geordnete Verfahren. Wir sind ein verfassungsrechtliches Gremium als Untersuchungsausschuss und haben das Recht, diese Beweismittel einzusehen. Und dass seit Wochen diese Listen uns vorenthalten werden und dem Ausschuss nicht vorgelegt werden, ist ein nicht hinzunehmender Zustand. Meinetwegen soll man konsultieren, aber das muss eben auch irgendwann ein Ende haben. Und dass die Große Koalition hier mit den Stimmen der SPD, die noch mit dem Vizekanzler ganz vehement die Vorlage dieses Beweismittels für den Untersuchungsausschuss gefordert hat, heute unseren Antrag für eine erneute Fristsetzung für das Bundeskanzleramt zur Vorlage dieser Listen hintertrieben hat, ist ein schlechtes Zeichen. Und ich befürchte, es läuft im Grunde wie beim Zeugen Snowden auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinaus. Man versucht hier, unser Aufklärungsverfahren zu sabotieren. Das werden wir uns so nicht gefallen lassen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, zunächst einmal, ich begrüße es, dass wir heute mit allen Fraktionen im Untersuchungsausschuss ein gemeinsames Zeugenprogramm bis zur Sommerpause beschlossen haben. Ein Programm, das der Aufklärung dient und das vor allen Dingen an der bewährten Strategie unseres Untersuchungsausschusses festhält, dass wir nämlich von unten nach oben fragen, dass wir zunächst die operativ tätigen Mitarbeiter befragen, um dann auch die politisch Verantwortlichen mit Substanz und Vorhalt entsprechend befragen zu können. Wir haben uns heute auf ein solches Programm geeinigt und ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Programm auch noch vor der Sommerpause wesentliche Erkenntnisse in Bezug auf die Selektoren hier präsentieren können. Es verfestigt sich der Eindruck, dass beim Umgang mit amerikanischen Selektoren, mit Suchbegriffen der NSA, es erhebliche Probleme beim Bundesnachrichtendienst in der Vergangenheit gegeben hat. Das bedeutet auch, wir brauchen als Parlamentarier in einem geeigneten Verfahren Einsicht in diese Selektorenlisten. Das ist unabdingbar für unsere Aufklärungsarbeit. Es ist eine schwierige Entscheidung, die hier stattfindet beim Bundeskanzleramt. Der Ball liegt aber jetzt im Spielfeld des Bundeskanzleramtes und ich erwarte auch hier eine zügige Entscheidung. Es ist nämlich besonders schwierig, wenn wir unser Programm bis zur Sommerpause hier weiter absolvieren, die Zeugen befragen, Zeugen, die teilweise Einblick in diesen Selektorenlisten hatten und wir diese Möglichkeit nicht haben. Da zählt also, das kann ich deutlich sagen, jeder Tag. Und insofern ist hier wirklich Druck im Kessel. Wir sind interessiert, an einer Lösung zu arbeiten. Es gibt nicht nur Hop oder Top, sondern es gibt verschiedene Verfahren, abgestufte Verfahren. Dazu zählt das sogenannte Treptow-Verfahren, ein Verfahren, bei dem nur die Obleute im Kanzleramt Einsicht nehmen können. Ich präferiere dieses Verfahren sehr stark, weil es ein sehr parlamentsnahes Verfahren ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, beispielsweise einen Ermittlungsbeauftragten zu benennen durch das Parlament, durch den Untersuchungsausschuss und durch das parlamentarische Kontrollgremium, eine Person, die das Vertrauen aller Fraktionen und aller Gremien genießt und die dann in einem ersten Schritt im Auftrag der Parlamentarier Einsicht nimmt und uns darüber informiert. Ich sage deswegen erster Schritt, weil mit so einem Verfahren je nach Ergebnis die Einsichtnahme nicht abgeschlossen sein muss.
sollte das Ergebnis eines Ermittlungsbeauftragten sein, dass das Risiko der Suchbegriffe, die Brisanz der Suchbegriffe über das beispielsweise hinausgeht, was wir derzeit vermuten, dann wäre es natürlich so, dass die Parlamentarier auch alle weiteren Schritte im Anschluss beschließen können. Mir persönlich ist daran gelegen, dass wir hier sehr schnell zu einer Lösung kommen, dass die massiven Vorwürfe, die im Raum stehen, bis hin zu einer Wirtschaftsspionage gegen deutsche Unternehmen, an denen sich der BND beteiligt hat, dass wir diese Vorwürfe klären können, bestenfalls, dass wir sie ausräumen können, weil es kein Zustand sein kann, dass diese Vorwürfe über Monate hinweg wabern und jeglicher Spekulation offen sind. Deswegen brauchen wir eine schnelle Klärung, und die kann nur dadurch erfolgen, dass wir als Parlamentarier in einem solchen geeigneten Verfahren auch diese Klärung durchführen können. Ich habe bereits angesprochen, mein Eindruck ist, die Problematik der Selektoren kann durchaus auch in den nächsten Wochen immer größer werden. Es gab hier massive Probleme innerhalb des Bundesnachrichtendienstes, offensichtlich. Und das Ganze liegt daran, und das ist die Überzeugung der SPD-Fraktion, dass es keine rechtsstaatlichen, klaren Rechtsgrundlagen für die Auslandsüberwachung, für die Überwachung von Routineverkehren gibt. Das sind unsere Hausaufgaben, die wir auch als Parlamentarier machen müssen. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Wir müssen sehr schnell dafür sorgen, dass dieser wesentliche Tätigkeitsbereich aus dem Graubereich herausgeholt wird, dass es hierfür rechtsstaatliche Grundlagen gibt, Standards gibt und dass es auch hier eine Kontrolle durch parlamentarische Gremien, beispielsweise durch die G10-Kommission, gibt. Es kann nicht sein, dass wesentliche Tätigkeitsbereiche des Bundesnachrichtendienstes weitestgehend kontrollfrei sind. Das hat dann solche Dinge zur Folge, wie wir sie derzeit hier im Untersuchungsausschuss erleben. Und das muss schnellstmöglich abgestellt werden. Und da werden wir als SPD-Fraktion auch entsprechend in den nächsten Wochen erheblichen Druck machen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Arbeitsgruppe im Ausschuss gibt es bei der Frage der Vorlage der Selektorenlisten nicht nur schwarz oder weiß. Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit der Bundesregierung einen gangbaren Weg zu finden, uns die Einsicht und eine Bewertung des Inhalts der Listen zu ermöglichen. Eine Möglichkeit ist zum einen das Treptow-Verfahren. Eine andere Möglichkeit wäre die Einsetzung eines Sonderermittlers, der stellvertretend Einsicht in die Listen erhält und uns dann berichten kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament eine gute Lösung finden wird, die den Sicherheitsinteressen des Landes, aber natürlich auch unserem Aufklärungsinteresse gerecht werden wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir diese Lösung zeitnah bekommen werden. Wir als Untersuchungsausschuss sind Herrin des Verfahrens. Wir legen fest, wann wir uns mit welchem Thema befassen und welche Zeugen wir hören. Wir haben uns nach Aufkommen der Vorwürfe bewusst dafür entschieden, direkt damit einzusteigen, Zeugen dazu zu befragen und Unterlagen zu sichten. Und zwar klar, dass es ein laufender Prozess ist, dass die Untersuchungen andauern. Und zwar auch klar, dass die Listen nicht direkt zur Verfügung stehen werden. Und deswegen, denke ich, kann man im Moment nicht den Vorwurf in den Raum stellen, dass die Arbeit dadurch verzögert wird. Wir haben bewusst uns dafür entschieden, direkt mit der Aufklärungsarbeit zu beginnen, in dem Bewusstsein, dass es eben ein laufender Prozess ist. Gleichwohl sagen wir auch, dass es jetzt zügig auch eine Lösung geben muss, wie wir uns ein Bild von den Listen machen können. Wir haben heute einvernehmlich, und das finde ich sehr positiv, das Zeugenprogramm bis zur Sommerpause beschlossen. Und wir haben damit auch beschlossen, dass der jetzige Bundesinnenminister dem Untersuchungsausschuss am 18.06. zur Verfügung stehen soll als Zeuge. Und damit werden wir unser Arbeitsprogramm weiter fortführen, jetzt die Ebene auch der Fachaussicht im Kanzleramt hören und dann vor der Sommerpause noch zur politischen Ebene überkommen, die als Zeugen zu vernehmen. Wir werden den Zeugen Schindler natürlich genau fragen, wie es sein kann, dass in seinem Hause zu einer Zeit, wo die Snowden-Veröffentlichungen aufgekommen sind, wo viele Fragen im Raum stehen, wie es da sein kann, dass in einer Unterabteilung selbstständig Prüfungen erfolgen von Selektorenlisten und dass über diese Vorgänge die Abteilungsleitung und die Hausspitze nicht informiert wird. Wir werden mit ihm da genau besprechen, wo Defizite auch in der organisatorischen Struktur des Hauses waren und wie man diese jetzt behoben hat und beheben werden muss. Nach
Nachdem Abteilungsleiter Pauland trotz Ermahnung an seine Wahrheitspflicht dabei blieb, selbst nach den Snowden-Enthüllungen von einem Selektorenproblem nichts gewusst zu haben, wurde BND-Chef Schindler gehört. Schindler räumte zwar massive Fehler des BND ein und forderte unter anderem offensiv eine Klärung des Rollenverständnisses für den BND, stützte aber die Behauptung der Unkenntnis und dass es seinerseits konkrete Verhandlungen bezüglich eines No-Spy-Abkommens gegeben habe. Außerdem sagte er, Deutschland sei abhängig von der NSA. Seine Vernehmung wurde in der Nacht unterbrochen. So, erstmal herzlichen Dank an alle, dass Sie so lange ausgehalten haben. So, bitte nach da gucken in Richtung der Kamera. Ja. Die freuen sich darüber ganz besonders. Verstehe. Herr von Notz, Sie hatten heute hier im NSA-Untersuchungsausschuss Gerhard Schindler zu Gast, den BND-Präsidenten. Was hat er jetzt aufklären können aus Ihrer Sicht und was nicht? Naja, es besteht weiterhin ein Definitions- und auch Zuordnungswirrwarr. Ich habe bezüglich vieler Fragen, die wir gestellt haben, leider keine Klarheit bekommen können. Immerhin, der Präsident hat eingeräumt, es gibt Knackpunkte, Sollbruchstellen genannt, wo es ganz erhebliche Probleme gibt. Für mich die interessanteste Erkenntnis war, dass man eben deutsche Interessen und damit auch europäische Interessen ganz offensichtlich bis 2015 eben nicht beachtet hat. Und das wirft viele Fragen auf im Hinblick auf die Frage Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ging es für den BND eventuell bis zum Jahr 2015? Hat man nicht nur der NSA Beihilfe geleistet dazu, sondern hat man vielleicht selbst in seinem Auftragsprofil europäische Interessen ausgespäht? Und es wurde hier vom Präsidenten die steile These vertreten, das sei alles rechtlich nicht relevant, nicht rechtswidrig. Das wird man sich noch genau angucken müssen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn die amerikanische Seite gegenüber No-Spy-Abkommen Bedürfnissen der Deutschen mit einem Schulterzucken reagiert, wenn es tatsächlich so ist, dass die Deutschen eben auch fröhlich die Freunde ausspionieren. Thema No-Spy-Abkommen, was haben Sie dazu heute von Gerhard Schindler erfahren können? Ja, im Grunde setzt sich das fort, haarspalterische Doppeldeutigkeiten im Hinblick darauf, ob ein No-Spy-Abkommen hätte zustande kommen können oder nicht. Der Präsident hat so, ohne es zu spezifizieren, gesagt, er hätte es so verstanden, ein solches Angebot sei gemacht worden. Worauf er das genau bezieht, das ist leider geheim und kann in öffentlicher Sitzung nicht gesagt werden. Also für mich ist das ein bisschen Manipulation der Öffentlichkeit reloaded im Hinblick auf das No-Spy-Abkommen. Ich finde, man sollte jetzt wirklich reinen Tisch machen und eben sagen, dass das nicht in Aussicht stand. Das hat der amerikanische Präsident gesagt und viele andere auch. Dass die deutsche Seite es anders verstehen wollte, offensichtlich macht eher nicht so einen guten Eindruck. Wie viel Glaubwürdigkeit hat das für Sie, dass er jetzt auch gesagt hat, dass er keine Kenntnis von den Prüfungen im August 2013 zu dem Zeitpunkt hatte? Ja, das wirft ein schlechtes Bild auf den BND, vor allen Dingen, weil es eben danach auch nicht gemeldet wurde und dass alle Vorgesetzten hier heute, auch der Zeuge Pauland, eben gesagt haben, das wurde uns nicht gesagt, das ist schon so in Ordnung. Das wirkt irgendwie merkwürdig. Ich will vielleicht noch eine positive Sache sagen bezüglich des Auftritts des Präsidenten. Er hat gesagt, man wünscht sich eine Klarstellung im Hinblick auf die rechtlichen Vorgaben, die es gibt. Und da kann ich sagen, die ist dringend angezeigt und angeordnet. Es hat, als das MOU abgeschlossen wurde und als Iconal gestartet wurde, war völlig klar, der rechtliche Rahmen passt nicht auf das, was man macht. Und insofern braucht es seit über 10 Jahren eine Klarstellung. Und die kann nicht darin liegen, dass man all diese Praxis einfach verrechtlicht, sondern die muss darin liegen, dass wir miteinander diskutieren, wo sind die Grenzen der Spionage, der Überwachung. Denn in einem Rechtsstaat muss es klare Grenzen geben. Und es kann nicht sozusagen, wie das andere Abgeordnete meiner Ansicht nach heute angedeutet haben, darin liegen, dass man jetzt einfach die Praxis, die im Graubereich die letzten Jahre gelaufen ist, für die einen rechtlichen Rahmen schafft und sagt, so geht's weiter. Wir sollten aus Snowden lernen und nicht einfach so weitermachen. Das Kanzleramt trägt
die Fach- und Rechtsaufsicht. Wie gesagt, das war erstaunlich heute bei den Aussagen der Zeugen, dass man im Hinblick auf das Jahr 2013 nicht konkret nachgehakt hat im BND. Wir werden jetzt, wenn wir die Zeugen aus dem Kanzleramt bekommen, fragen, was im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht passiert ist. Und ich sage es gerne noch einmal, Bösgläubigkeit bestand seit 2005, spätestens seit 2008, allerspätestens seit 2010, seit den Vermerken. Und dann aber seit Snowden wusste man schwarz auf weiß über die Übergriffigkeiten, die Probleme. Das stand alles in den Unterlagen von Snowden drin. Das Bundeskanzleramt hat nichts gemacht, nichts proaktiv veranlasst. Das ist ein Versäumnis und ein Verschulden der Kanzlerin. Darüber werden ihre Staatsminister, aber eben auch sie selbst Auskunft geben müssen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte 4 Anmerkungen machen zu der heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses. Erstens, ich glaube, es verdichtet sich die Feststellung, dass der Bundesnachrichtendienst mit dem Einsatz von Selektoren, die ihm von der NSA zur Verfügung gestellt worden sind, im Laufe der Zeit ein Problem gehabt hat, ein erhebliches Problem gehabt hat. Es war hier, glaube ich, nicht möglich sicherzustellen, dass nur solche Selektoren zum Einsatz gekommen sind, die lupenrein waren, die deutsches Recht einhalten und die deutsche Interessen nicht verletzen. Ich glaube, das schält sich immer mehr heraus. Und Sie wissen ja, wir haben immer noch keinen Einblick in die Selektorenlisten selber. Aber diese Feststellung, glaube ich, die liegt wirklich schon in der Luft. Und deswegen denke ich auch, dass dieser Schritt, dass wir Einblick bekommen müssen in die Selektorenlisten, heute kommt ja die Meldung auch in den Nachrichten, dass nochmal neue Listen gefunden worden sind, dass das unabdingbar ist für unsere Kontrolltätigkeit im Parlament. Ich glaube, zweitens feststellen zu können, dass es im BND innerhalb zumindest der hier kritischen Abteilung technische Aufklärung keine Fehlerkultur gibt, wie ich es so empfinde, dass hier Mitarbeiter aller Ebenen, und wir haben jetzt vom operativen Sachbearbeiter auf der unteren Ebene bis hin zum Präsidenten alle Ebenen durchgefragt, niemand in der Lage ist, mal deutlich zu sagen, wo Fehler passiert sind und wer persönlich vielleicht auch die Verantwortung für solche Fehler zu übernehmen hat. Ich sehe das als ein Problem an, weil hier ein schwarzer Peterspiel stattfindet und ich finde, dass das ein unguter Zustand ist. Ich finde, dass wir drittens Aussagen bekommen haben in Bezug auf das No-Spy-Thema, auf die Frage, gab es jemals ernsthafte Verhandlungen tatsächlich über ein No-Spy-Abkommen, das auch tatsächlich diesen Namen verdient. Wir haben die Aussage des Präsidenten gehört, die mich darin bestätigt, dass es nirgendwo auf der Welt in der Kooperation von Geheimdiensten ein solches No-Spy-Abkommen gibt. Dass in der Tat, wenn das jemals in Deutschland so geschlossen worden wäre, mit den Amerikanern eine Pioniertat gewesen wäre, dass man zum ersten Mal ein solches Abkommen zwischen den USA und Deutschland geschlossen hätte. Und da stellt sich natürlich nach wie vor die Frage, warum sollten die Amerikaner das ausgerechnet mit Deutschland tun? Ich wiederhole nochmal, Deutschland ist ein Land, das seit 2001, seit den Anschlägen auf das World Trade Center massiv im Fokus der amerikanischen Geheimdienste stand, weil natürlich hier zum Beispiel einer der Attentäter von 9/11 seine Vorbereitungen hatte. Und viertens, ich fühle mich bestärkt in der Position unserer Fraktion, dass wir dringend den Bereich der Routineaufklärung der Auslandskommunikation rechtsstaatlich auf eine solide, verfassungsgemäße Grundlage stellen müssen. Das ist nicht einfach nur eine Legalisierung, sondern jede Rechtsgrundlage bedeutet auch, dass man Voraussetzungen definiert, unter denen so etwas stattfinden darf. Das ist dringend notwendig, das ist derzeit nicht der Fall und das muss korrespondieren mit einer effektiven parlamentarischen Kontrolle. Wir können uns, wie gesagt, vorstellen, dass hier die G10-Kommission die geeignete Stelle wäre, wo solche Kontrollen stattfinden können. Und auch hier hat der Präsident in seinen Aussagen deutlich gemacht, dass er aus Sicht des BNDs, aber auch aus Sicht der dort tätigen Mitarbeiter es durchaus sogar begrüßen würde, wenn es hier einen klaren Rechtsrahmen geben würde. Ich glaube, klarer kann die Ansage nicht mehr sein. Hier muss dringend gehandelt werden. Wie glaubwürdig war das für Sie, dass
Herr Schindler gesagt hat, er habe auch nichts von den Prüfungen gewusst? Ja, man stellt sich hier viele Fragen. Man stellt sich, ich sage es nochmal, man schlägt sich ja wirklich mit der Hand vor die Stirn, wenn man sieht, dass Sonderprüfungen in Unterabteilungen stattgefunden haben, stichprobenhafte Sonderprüfungen, die dann doch zu umfangreichen Ergebnissen geführt haben, umfangreiche Selektorenzahlen kritisch waren und das nicht dazu geführt hat, dass das einerseits nach oben gemeldet wurde an die Spitze und damit auch nicht ans Kanzleramt als Aufsichtsbehörde und andererseits das auch nicht zum Anlass genommen wurde, hier umfassendere Kontrollen durchzuführen, ich sage mal auch im Sinne einer Gesamtinventur aller aktiven Selektoren. Wir haben sehr viel Zeit ist vergangen, wo das alles nicht passiert ist, aber wir haben derzeit, das sage ich auch, nach diesen Zeugenbefragungen eben keine Situation, wo man hier eindeutig sagen würde, der eine oder der andere ist allein schuldig oder trägt allein die Verantwortung. Wir haben sicherlich eine Zuspitzung bei einzelnen Personen, aber man muss jetzt auch das Ganze erst einmal nochmal auch in der nicht öffentlichen Sitzung mit der Befragung des Präsidenten weitermachen und man muss das dann insgesamt einmal auswerten und einer Bewertung unterziehen. Herzlichen Dank und gute Nacht. Ich möchte die letzte Frage, die ich ja vorhin auch schon aufgeworfen habe, wer ist nur eigentlich schuld an dieser Riesenpanne, die passiert ist und die dazu geführt hat, dass 2013 im Sommer die Öffentlichkeit und das Parlament falsch informiert worden ist. Schuld kann man sich streiten, aber Verantwortung hat heute der Zeuge in seiner Anfangsrede ganz eindeutig gesagt, die Verantwortung trägt er. Die Verantwortung trägt er, entweder weil er selber was falsch gemacht hat oder weil die Leute unter ihm was falsch gemacht hat und er nicht dafür gesorgt hat, dass solche Pannen eben nicht vorkommen, dass da Leute sind und Vorkehrungen getroffen werden, dass solche ganz zentral wichtigen Informationen nicht an ihn gelangen und er hätte sicher 2013 dann was anderes gemacht als seine Abteilungsleiter, die eben nichts aus diesen Funden gemacht haben, sondern die Dateien zum Teil gelöscht haben, zum Teil die Beweismittel anders beseitigt haben, weil auch die Schriftstücke soll es ja nicht mehr geben. Wie groß die Verantwortung ist, das können wir erst entscheiden, wenn wir die Selektoren kennen, wenn wir wirklich wissen, wie schlimm die Selektoren sind, wie schwer die Rechtsverstöße sind. Hier wurde ja heute viel darüber geredet, ob es sich um Gesetzesverstöße handelt. Darüber kann man diskutieren, ob das europäische Vorschriften sind, ob das deutsche Vorschriften sind. Eins steht fest, und zwar felsenfest. Es waren klare Verstöße gegen das Abkommen, was NSA und BND geschlossen hatten. Sonst hätte der Bundesnachrichtendienst diese Selektoren nicht rausgenommen. Sonst hätte er nicht der NSA das mitgeteilt, dass er sie rausgenommen hatte, weil er sie nicht für zulässig hält. Und sonst hätten die USA, die NSA protestiert, hätten gesagt, wieso denn eigentlich? Diese Selektoren sind doch in Ordnung, da wollen wir doch das oder das mit rausfinden. Deshalb ist für mich diese Lage klar. Ich brauche, wie alle wir, diese Selektoren, um ermessen zu können, welche schwere Verstöße in diesen Selektoren zu finden sind. Bisher sind wir auf Spekulationen angewiesen, dass es sich um europäische Firmen, europäische Behörden, EU-Vertretungen, Einzelpersonen, Politiker handeln soll. Ob das wahr ist und wer betroffen ist, darüber rätseln wir. Ich hätte mir gewünscht, der Zeuge hätte diesen Leitsordner, den er offenbar mit ins Kanzleramt genommen hat, als er das erfahren hatte, auch heute hier gehabt und hätte uns die Listen gegeben.